Okay, hallo, ich begrüße dich zu Star Wars VR. Leider gibt es nur eine Mission. Oh, bleibt immer im Blick. Probieren wir es mal aus. Schau nach vorne und mach es dir bequem. So, ich hoffe. Ich hoffe, man hört es einigermaßen mit dem Mikro. Irgendwie hat es nicht geklappt mit meinem Headset. Ich spiele das auf der PS Pro. Und dann ist es recht gut. Wow, ist der gross. Wow, ist das gross. Star Wars VR voll schön gespielt. So, das ist mein Game. Das ist heftig. Mann, ist das heftig. Das sieht aus, wäre irgendwie 30 Meter hoch oder so. Das ist ganz anders als auf dem Bildschirm. Mega eindrücklich im Fall. Oh, bitte, bitte, gebt das Star Wars VR Game raus. So. Vielleicht wäre noch etwas passiert. Ey! Ist das geil. Ja, dann kann ich mit dem Blick einmal schauen. Super. Dann kann ich da herlaufen. He? Da wird ein Kindheitstraum wahr. Das ist sehr eindrücklich. Das Spiel. Nein, das ist krass. Da kommen richtig Hühnerhauten. Und rein da. Jetzt muss ich aufpassen wegen dem Mikro, wegen dem Umschauen. Ich hoffe, so geht's. Sonst tätscht das da. Ich muss schnell zentrieren. Ich denke, die Hocke ein bisschen hoch. So, da. Da wäre es jetzt cool, wenn du die Dinge hättest. Schon, mit dem Joystick hättest. Hierher schon. Kann ich es nicht drücken? Wir wollen den Mann. Flugsteuerung hoch. Ah, ob wir eine Dingsteuerung wollen. Ich probiere es mal, ob ich so. Joystick-Steuerung. So, schieß mit Missionen. Ich spiele es aber. Empfängst du irgendwas, Lutu? Ja, ich hab die Koordinaten. Ja, ich habe sie korrekt eingegeben. Krass. Mir gefällt das nicht. Wo sind sie? Bitte, bitte, mach jetzt das Spiel. Das Game. Du, da, die Flotte! Geschwader Rot, bitte kommen. Rot 2 ist kampfbereit. Rot 3 ist kampfbereit. Rot 4 ist bereit. Wo wart ihr denn so lange? Schätze, der Grünschnabel hat den Knopf zu früh gedrückt. Ruhe jetzt! Alle X-Flügler bereit, Admiral. Habe verstanden, Rot 1. Alarmbereitschaft. Geschwader Rot, Geleitraster und die Flotte einnehmen. Bleibt in der Nähe. Also, was ist passiert, Grünschnabel? Schätze, ich habe den Knopf zu früh gedrückt. Hey, das wird ein Spaziergang. Bei meinem ersten Einsatz konnte ich einen S-Flügel nicht von einer Raketenspitze unterscheiden. Du
bist jetzt schon besser. Reiß dich einfach zusammen. Ich komm schon klar. Gut. Diese Mission könnte nämlich noch interessant werden. Bitte lass mich frei fliegen. Ich will alles anschauen. Ah, der Schub bleibt, den kann ich so wie einstellen. Wow. Geschwader Rot, wir haben eben eine Übertragung aus dem Vobani-System erhalten. Oberste Priorität. Ich leite sie Ihnen weiter. An alle Schiffe der Rebellenallianz. Kein Stress, ich will alles anschauen. Ich möchte zu jedem Schiff herfliegen. Wir haben ein geringfügiges technisches Problem. Wir sind in ein Asteroidenfeld geflohen, um unsere Systeme zu reparieren und würden uns über Unterstützung freuen. Sofortige Unterstützung. Ja, eigentlich jede Unterstützung. Oh, bitte. Wir sind in ein Asteroidenfeld, um unsere Systeme zu reparieren und würden uns über Unterstützung freuen. Darf nicht so nachfliegen, hä? Ja, eigentlich jede Unterstützung. Wir schicken jetzt die Koordinaten. Hatte ich erwähnt, dass es eilt. Oh, kann ich da reinfliegen, da wird dann schon. Haben Sie das gehört, Rot 1? Ganz und deutlich, Admiral. Geschwader Rot, Koordinaten sind unterwegs. Das ist eins von General Ravens Schiffen. Das ist für die Rebellion, also von enormer Bedeutung. Aber wir dürfen unsere Flotte nicht ungeschützt machen. Ich brauche nur ein Geschwader. Außerdem müssen wir hier bleiben. Mehr als vier Schiffe werden... Selbst wenn sie da lebend durchkommen. Sie haben keine Ahnung, was sie auf der anderen Seite erwartet. Die Risiken, als wir uns der Rebellion angeschlossen haben. Und Sir, wir haben keine Zeit für lange Diskussionen. Sie werden den Nein nicht akzeptieren. Stimmt's? Nein, Sir, wenn ich nicht. O2, O3, O4, Hyperraumsprung vorbereiten. Ich zeige. Aber ich habe keine Rolle mehr. Was soll ich sagen? Okay, wir fliegen mal in die Mission. Komm ich da rum? Das ist das einzige, was fehlt. Ui. Dann fliegen wir mal zu Asteroidenfeld. So wie es aussieht, kann's losgehen, Grünschnabel? Wir kriegen das hin, oder? Jawohl. Melden Sie sich, wenn Sie Kontakt mit dem Bravo-Team haben. Und möge die Macht mit Ihnen sein. Bis bald, Admiral. Geschwader Rot, auf mein Zeichen. 3, 2, 1, los. Alles klar, es geht los. S-Flügel in Angriffsposition. Okay, was machen wir mit diesen Asteroiden? Die kleinen zerstören wir. Okay, was ist mit den großen? Denen weichen wir aus. Haltet die Augen nach diesem U-Flügel offen. Verstanden. Ich muss mir noch Ruhe klappen. Wo? Ich glaube, ich nehme eine Schuhbusse. Boah, das Geräusch. Coming home. Hast du Spaß? Was? Rot 4, wir können alle mithören. Oh, richtig. Das kannst du sicher sein, es ist Spaß. Tut mir leid. Gebt mir so das Spiel. Todesstern. Also was, Grünschnabel? Du hast echt ein Talent dafür, zur falschen Zeit irgendwelche Knöpfe zu drücken. Vielleicht... Tori, pass auf! O2. Das bin ich, X. Ja, schon klar. D6, wir ziehen eine Rauchspur hinter uns her. Kannst du den Schaden reparieren? Ja, für das hast du ja die Roboter da. Kollisionsgefahr auf 12 Uhr. Aufpassen! Aufpassen, da vorne wird ein bisschen... Das ist geil. O3, Energie auf Triebwerke umleiten. Das wird ein ziemlicher... Das ist geil. Oh, ich gebe
Überschub, das längt nicht mehr. Das längt nicht mehr. Oh. Was war mit Ihren Maschinen los, Rotvieh? Vielleicht hättest du den Knopf diesmal ein bisschen früher drücken sollen. Ja. Immerhin bin ich da, oder? Schau mal nach, ob wir getroffen wurden, Lutu. Wir sind getroffen worden. Wie heißt der Lutu? Oh, ich hab die alte Star Wars noch gespielt. Also. Habe Sichtkontakt zu U-Flügler. Verstanden, Rot 3. Stelle Funkkontakt her. Hier ist Bravo 1. Hört mich da draußen jemand? Wir hören Sie, Bravo 1. Wie ist die Lage? Mein Name ist K2SO. Ich spreche im Namen dieses Schiffes. Wir haben ein geringfügiges technisches Problem. Notruf ist eingegangen, K2. Was haben Sie an Bord und was brauchen Sie von uns? Wir haben Befehl, eine hochrangige Persönlichkeit zurück nach Yavin 4 zu bringen. Unser Navigationscomputer ist ausgefallen und unsere Flügel sind in Kampfposition arretiert. Ein Hyperraumsprung ist erst nach Ihrer Reparatur möglich. Was können wir tun? Es würde helfen, wenn Sie uns am Leben hielten. Das kriegen wir hin. Ist das krass. Nach Wobani werden nur Kriminelle geschickt. Niemand aus diesem Rattenloch könnte so wichtig sein. Werde nicht leichtsinnig. Sicher nicht. Admiral, hier Rot 1. Bergungsteam Bravo ist immer noch intakt, aber das Imperium könnte jeden Moment hier sein. Ich erbitte Unterstützung und Evakuierung des Bergungsteams, falls nötig. Gute Neuigkeit, Nodat. Basis 1 schickt den Blockadebrecher Vigilant, um sie bei der Bergung zu unterstützen. Sie hatten offenbar recht mit ihrem Bauchgefühl. Oh! Oh je je! Entschuldigung! Möge die Nacht mit dir sein. Sie hatten offenbar recht. Fliegen volle Flügeline. K2SO, Hilfe ist unterwegs. Schicke Ihnen jetzt Koordinaten. Die müssen Sie auch mit Sublichtgeschwindigkeit erreichen. Bleiben in der Nähe. Vielen Dank. Gern geschehen. Geschwader Rot, wir fliegen zum Treffpunkt. Verstanden. Also, so etwas passiert fast jeden Tag, was? Eigentlich jeden Tag. Mehr oder weniger. Bleiben Sie einfach in der Nähe des U-Flüglers und in Angriffspositionen. Aufpassen! Teilnehmer im Anflug! Wir brauchen Ihre Unterstützung. Wir halten Sie auf. Fliegen Sie zum Treffpunkt. Geschwader Rot, die Teiljäger. Lassen Sie mich an den Flügler ran. Das war's! Du hast ihn erwischt! Mal der Schild über. Dann nicht irgendwie locken. Jetzt mein erster Abschuss. Mein Laser ist aus. Ah, Ziel erfassen. Corbett Vigilant an alle Rebelleneinheiten. Braucht jemand ein Taxi? Hier ist K2S vom Bergungsteam Bravo. Wir würden einen sofortigen Transfer in die marginale Höhe unseres Schiffs sehr begrüßen. Wie bitte, Bravo 1? Vigilant hier, Geschwader Rot. Holt unseren Freund ab. Er ist etwas. Bereit, verstanden, Rot 1. Bravo 1, drehen Sie bald für sofort. Oh, schießt einer auf mich. Oi! Oi, da kommt Todesstern. Rot 1, weichen Sie aus! Wir geben Ihnen Deckung. Negativ, Geschwader Rot. Da kommt Todesstern! Oh! Oh, Schild! Bravo Team, Kontraktorstrahl erfasst! Verdammt! Triebwerk verliert Energie! Da kommen noch mehr Teiljäger. Kurs 216. Wie ist das, Lu? Kannst du es reparieren? Tu einfach dein Bestes, Kumpel. Aber beeil dich. Du machst es, Blue Girl. Wir müssen da wieder rein. Wie sieht's aus, Lu? Lu? Lu, du hast es geschafft. Hier ist Rot 4. Haben wieder volle Energie. Ja, genau. Freut mich zu hören, Rot 4.
Geschwader Rot auf Angriffsgeschwindigkeit. Bleib. Wir sind hier noch nicht fertig, Rot 2. Hab ich dich. Okay, ja, die. Yeah. H2, wie ist der Status? Laut der Lebenserhaltung. Nein, mit Lötterschild. Das sollte so bleiben. Was brauchen Sie und Ihr Team? Wir müssen aus dem Traktorstrahl des Sternens. Das würde helfen. Wenn wir irgendwas. Bam! Okay, nehmen wir an, wir können. Was sollen wir machen? Sollte Ihr heillos unterlegenes Geschwader von Langsam X-Wing von in der Lage sein, mehrere könnte unser unterbesetztes Reparaturteam unser Schiff reparieren und elektrisieren. Oh, ist das geil. Traktorstrahl zu entkommen. Allerdings sind die Erfolgsaussichten äußerst gering. Verstanden. Geschwader Rot verschafft sieben Feinde. Oh, einer weniger. Großartiger! Yeah! Au, der ist in meine geflogen, voller Kamm. Kamikaze. Ich hab hier ein kleines Problem. Wie ist der Status, Rot 3? Ich hab drei Jäger im Schlepptau. Und sie scheint mich unterwegs. Durchhalten, Rot 3. Lu, nimm Kurs auf Rot 3. Ich fahre. Oh, that's laser. Achtung. Ich kann sie abschütteln. Ich muss hoch. Rot 3! Es wird. Penetration. Ja. Hoppa, dann. Bravo, Team. Wie ist der Status? Unser Imperialstadtführer hat ganz offensichtlich immer noch drei Jäger an Bord. Okay, sonst noch was? Unsere Reparatur. Warten Sie auf weitere Anweisungen. Oh, es sei denn, wir sterben alle vorher. Dann folgen keine weiteren Anweisungen. Alles klar. Yeah. Diese Turbolaser schießen den Hubflügler ab, bevor er den Überraumsprung überhaupt einleiten kann. Bündelt das Feuer auf die Turbolaser des Sternzerstörers. Alles klar, Rot 1. Wow, wurde getroffen. Ich bin abgeschossen. Ne? Ah, ich muss Schild anlassen, aber sie sind nicht drauf. Ich kann auch wieder reparieren, da der Hugo. Yeah! Boah, das ist krass, dass da alles abgeht. Das hast du gesehen, Rot 3. Ich kann ewig so weitergehen, meine Kette. Bams! Oh, die fliegen voll über mich zu. Eins hat die Geschütz abschießen. Bams! Geht aber nicht vor. Ui! Bravo, Team an Geschwader Rot. Wir haben unsere Reparatur abgeschlossen und sind bereit, eine Angriffsstrategie vorzuschlagen. Wobei unsere Erfolgsaussichten eher gering sind. Na, da bin ich aber mal gespannt, Bravo. Wir müssen das Zielerfassungssystem des Sternzerstörers deaktivieren. Warten Sie! Sollen mit einer Handvoll X-Flügler einen Sternzerstörer attackieren? Sie attackieren keinen Sternzerstörer, sondern das Zielerfassungssystem eines Sternzerstörers. Oh, großartig. Tschüss. Wenn das so ist, das Zielerfassungssystem müsste sich über den... Ganz schwer gepanzert ist, müssten Ihre Piloten nahe genug heran, um Ihre Kontrolle zu spielen. Deaktiviert kurzzeitig den Traktorstrahl des Sternzerstörers. Die Mission noch nicht beenden, hey. Ich hoffe, ich darf das so lange ich will. Korrekt. Das ist wirklich ein lausiger Plan. Korrekt.
Großartig. Schlacht kann mich nicht wegen ewig noch weitergehen. Okay, es gibt große Schwader Rot. Attackieren wir ihre Zielerfassung. Ich bin bereit, Rot 1. Ich will das hier einfach nur... Nein, mach ihn nicht kaputt. Ich will noch nicht. Nein! Ich lege nicht los, ich warte. Schütz abschießen. Yippie! Bye bye. Ja, die Geschütze kommen immer wieder. Ja. Keine Gegner mehr, mal da unten sind. Oh, mit. Shit, ich hab keinen Schuss mehr. Heftig. Irgendwo noch Flieger. Haben wir alle vernichtet. Die eine wieder da sind. Dann habe ich die Geschütze. Alles klar! Wuhu! Die Zielerfassung? Die Zielerfassung ist hinüber! Wer ist jetzt hier der Grundstapel? Ah, jetzt kommen sie wieder hier. Nee, wenn ich sie da verpasst. Okay, Team, das war's. Sobald der U-Flügler weg ist, können wir alle nach Hause. Ich wollt noch nicht hören. Yeah.
Geschwader Rot, bitte kommen. Rot 2 ist kampfbereit. Rot 4 ist kampfbereit. Geschwader Rot in Position, Admiral. Wir haben ein Schiff verloren. Willkommen zurück, Geschwader Rot. Gute Arbeit. Die Allianz dankt Ihnen und gedenkt Ihres gefallenen Piloten. Bravo, Team an Geschwader Rot. Wir fliegen jetzt zu Basis 1. Danke für die schnelle Unterstützung bei der Rettungsteams. Alles so, Team der Bravo. Squadron. Ich hoffe, Ihr Passagier war den Aufwand wert. Das hoffe ich auch. Mit VR. So etwas gibt es nicht. Das war zu geil. Oh, 3. Ich hätte für ihn da sein müssen, Jory. Mach dir keine Vorwürfe. Ich hab doch gesagt, sowas kann jeden Tag passieren. Leider. Das Imperium wird dafür bezahlen. Verlass dich drauf. Aber bis es soweit ist, drück den Knopf nicht so früh. Ich versuch's. Geschwader Rot, Formation. Der ist fertig, wenn er drin. Hier geht's jetzt weiter, ne? Vielleicht. Aber lassen Sie mich raten. Bestimmt müssen wir mal wieder die Eisen aus dem Feuer holen. Mit unseren einzigartigen fliegerischen Fähigkeiten. Finden wir es raus. Auf mein Zeichen Hyperraumsprung vorbereiten. 3, 2, 1. Los! Boah! Ah, da hätte ich noch mehr dürfen zerstören, siehst du? Das Spiel wäre cool. Wieder da. Also. Okay, das ist gut.